Da sind wir wieder mit der Analyse. Noch einmal guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auch an meine Gäste. Diesmal begrüße ich Sie herzlich, Isabel Daniel, stellvertretende Chefredakteurin von Österreich bei uns. Guten Abend. Und bei uns ist Michael Jungwirth, der ist Innenpolitik-Ressortleiter bei der Kleinen Zeitung. Danke fürs Kommen auch. Guten Abend. Und danke, dass auch Peter Filzmeier wieder zu uns herübergewechselt ist. Das war eine interessante Woche, die wir miteinander verbracht haben. Man muss sagen, gekrönt von diesem letzten Abend heute mit drei sehr interessanten Duellen. Und gleich das erste werden wir noch einmal Revue passieren lassen. Und bevor wir uns die ersten Ausschnitte anschauen, Frau Daniel, womit haben Sie gerechnet? Mit einer Schlammschlacht, mit einer Abrechnung oder mit dem, was war? Oder was war das für Sie? Ja, es hat mich ein bisschen erinnert an Kain und Abel. Und die Zuschauer müssen selbst entscheiden, wer wer ist. Das will ich mir nicht anmaßen. Es hat mich sehr erinnert an das Duell 2008 zwischen Jörg Haider und Heinz-Christian Strache, nur mit vertauschten Rollen. Wobei der Dominik Knepp versucht hat, eher den Ruhigen zu geben. Er hat ihm auch nicht das Du-Wort, er hat im Gegenteil dauernd betont, lieber Heinz-Christian. Und Strache war genauso angriffig, wie es schon damals war, hat natürlich genau die gleichen Schmähs von Jörg Haider wiederverwendet, hat versucht zu sagen, der hat ja bei mir gelernt, der hat eh brav bei mir gelernt und kopiert mich. Und was ich beim Strache bewundernswert finde, ist, wie er es schafft, wirklich alle Verfahren, die nach wie vor gegen ihn laufen, sie haben ja versucht, die Verfahren anzusprechen, einfach wegwischt und das Riesenkomplott macht und heute eigentlich so gemacht hat, als wäre, glaube ich, jetzt der Dominik Knepp eigentlich an der Spesenaffäre schuld. Man muss nur bedenken, er spricht ein spezifisches blaues Publikum an. Da ist es nicht so relevant, was seine Kritiker denken. Und da hat er möglicherweise einen Zweifel gesät und den Dominik Knepp da mit hineingezogen. Das war schon recht viel für den Anfang. Michael Jungwirth, haben Sie so ein Duell erwartet? Wie es war? Aus meiner Sicht war schon die erwartbare Schlammschlacht, vielleicht ein bisschen eine Fortsetzung von beiden gegen Trump, ein bisschen gesitteter, zumindest mit Manieren. Also ich glaube, der Strache und Knepp zumindest bei Elmayer waren. Also sie haben sich nicht gegenseitig unterbrochen. Also so gesehen war es das erwartete Duell. Ich meine, es ist ja um viel gegangen. Das ist ja nicht was Jux und Tollerei gewesen. Nach der Implosion der Freiheitlichen Partei nach Ibiza gibt es ein Wählersegment. Die Überlappung zwischen beiden ist zu 100%. Das hat es noch nie gegeben. Also sagen, bei klassischen Parteien ist es nicht. Die Knepp muss versuchen, nicht unter die 10%, nicht ins Nirvana abzustürzen. Strache muss schauen, dass er in einen Gemeinderat kommt, sonst muss er sich einen anderen Job suchen oder beim AMS anklopfen. Also es geht für beide wirklich um sehr viel und deshalb haben beide rhetorisch den Bihänder ausgepackt. Was ich bemerkenswert fand, Peter Filzmeier, war der Versuch von Heinz-Christian Strache, plötzlich ein anderer zu sein. Er hat in einer Stellungnahme betont, er hätte jetzt Menschen mit Migrationshintergrund auf seiner Liste, er sei plötzlich für ganz viele Frauen auf seiner Liste. Kauft ihm das jemand ab? Es hat bei dem Beispiel insofern gestimmt, als er österreichische Staatsbürger mit serbischem Migrationshintergrund immer schon auch in früheren Wahlkämpfen angesprochen hat. Also in diesem Fall mag es stimmen. Wir Wissenschaftler denken ja so naiv, schrecklich vernunftsbezogen. Ich hätte eher erwartet, dass sie sich vor der Diskussion in ein Hinterzimmer zurückziehen und vereinbaren, sich nicht anzugreifen. Warum vernunftsbezogen? Erstens, wenn die ÖVP von 9% auf möglicherweise über 20 steigt, dann ist es ja rein rechnerisch so, dass sie sich einigen hätten müssen, hauen wir doch auf den nicht anwesenden Dritten namens ÖVP hin. Dort gibt es mehr zu gewinnen, als zum Beispiel die FPÖ an eine Strache-Partei mit plus minus 5% verlieren kann. Und noch etwas, um einen gewagten Vergleich zu bringen, warum vernunftsbezogen nicht streiten? Naja, wenn man sich gegenseitig nur vorwirft, wie es geschehen ist, wer sagt die größere Unwahrheit, wer ist noch mehr das moralische Nackerpatzel, dann kommen beide schlecht drüber. Stellen Sie sich vor, Ingrid Thurnherr, wir würden uns hier aufs Ordinärste beschimpfen. Ja, sodass kann die Zuseher, schließe ich auch aus, aber laufend neue Ausdrücke von unter der Gürtellinie lernen, würde dann einer von uns gut aussteigen? Nein, das Publikum würde sich zu Recht denken, die sind beide etwas seltsam. Ne? Gut, wir können uns jetzt einen Ausschnitt natürlich aus diesem ersten Duell anschauen, wo die beiden ja in die Vollen gegangen sind, wenn man so sagen möchte.
Auch du, mein Sohn Brutus, würde ich sagen, dass das, was hier zum, zum Vorschein gekommen ist, ist in Wahrheit keine Verlässlichkeit, keine Loyalität. Ich habe 15 Jahre lang die Freiheitliche Partei, in einer Verantwortung geführt als soziale Heimatpartei und dann viele junge Menschen auch aufgebaut, so unter anderem auch den Dominik, weil ich immer jungen Menschen eine Chance gegeben habe. Und dann kommt so ein Attentat mit kriminellen Stasi-Methoden, wo man mir in Folge in den Rücken gefallen ist, wo man Verrat gelebt hat. Das ist vollkommener Blödsinn, vollkommen unglaubwürdig, wenn wir Heinz-Christian Strache dann auch behaupten, er war in Ibiza gar nicht dabei, sondern ich bin nur dort gesessen oder andere. Ich kenne diese Aussagen, ich kenne auch noch die nachfolgenden Aussagen, wo ich ihm komplett entlastet werde, wo ihm gerade auch gesagt wird, dass ich ganz genau hingeschaut habe. Allerdings möchte ich nur eines sagen, bei dir ist immer das Programm ich. Ja? Ich empfehle dir mal ein bisschen Bescheidenheit. Und wenn der Herr Strache oder du, Heinz-Christian, schon mir nicht glaubst oder den Wählern, dass wir das Original sind, dann vielleicht glaubst du dir dann dir selber, weil du hast selber gesagt damals im August 2006, die FPÖ ist immer das Original. Und ich glaube, tief in deinem Herzen weißt du das auch, nämlich dass es um eine Gemeinschaft geht, um eine Schicksalsgemeinschaft, die die FPÖ betrifft, die es länger gibt, als es dich gegeben hat in der Partei. Vor dir gab es einen Jörg Haider und noch viele andere Persönlichkeiten. Ja, kommt es Ihnen bekannt vor, was Sie da gesehen und gehört haben? Man muss bei diesem Duell fast einen Rückgriff wagen auf einen historischen Vergleich. Wir haben heute quasi die Version 2.0 gesehen, wie Isabel Daniel schon gesagt hat, von der Diskussion Strache gegen Haider aus dem Jahr 2008. Und wir haben einen Ausschnitt von damals extra dafür mitgenommen. Schauen Sie mal. Bei meiner Redoute in Kärnten, bei meinem Ball, da hat er mich einmal beehrt, der Heinz-Christian, und da haben wir miteinander, wenn du dich erinnerst, ein gutes Glas Sekt getrunken und das war es auch dann. Aber Herr Haider, ich pflege mit Ihnen seit dem Jahr 2005 das vertrauliche Du-Wort nicht und das hat einen guten Grund, auch wenn Sie sich vielleicht nicht daran halten wollen. Aber ich denke schon, Sie sollten das respektieren, denn es ist schon einiges vorgefallen und gerade das wurde heute auch angesprochen. Da haben Sie sich verhalten wie ein Familienvater, denn Sie waren Parteichef und haben die Familie, die Partei im Stich gelassen. Haben die Partei betrogen und glauben jetzt, dass sie sich mit einer falschen Anbiederung hier wieder über die Hintertür hineinstellen können. Da sage ich schon ganz klar und deutlich, das wird und kann nicht funktionieren. Da bin ich glaubwürdig und da stehe ich auch zur Glaubwürdigkeit. Ich glaube, dass gerade Ihr Versuch, jetzt da die FPÖ sozusagen als Original zu retten, deshalb kläglich scheitert, weil er sieht bis zur Stunde in Wirklichkeit eine komplette Kopiermaschine sind von mir. Denn alles, was Sie bisher produziert haben in den letzten Jahren, bis hin sogar zu meinen Wahlslogans aus den 90er Jahren, nicht? Sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Das habe ich einmal plakatiert, habe ich erfunden. Ich werde Ihnen die Rechnung schicken für die urheberrechtlichen Gebühren, die Sie zu entrichten haben. Jetzt kommen Sie, nachdem Sie mit dieser Partei nichts mehr zu tun haben wollten, mit diesen Werten, und versuchen, den Trittbrettfahrer, den Schwarzfahrer sozusagen zu spielen und wieder einmal den Salto rückwärts zu machen. Sie sind bekannt für Zickzackkurse. Ich bin da, ich bin wieder weg. Ja, ich bin da, ich bin wieder weg. Das kennen wir jetzt aktuell auch von Heinz-Christian Strache. Und man muss sich fast fragen, Peter Filzmaier, warum sind Nachfolgen bei den Freiheitlichen immer mit massiven innerparteilichen Kämpfen verbunden? Das war bei der Nachfolge von Norbert Steger auf Jörg Haider so, von Jörg Haider auf Heinz-Christian Strache so. Das Erbe von Heinz-Christian Strache zeigt auch eine vollkommen zerrüttete FPÖ. Was ist denn da los? Also zunächst interessante, gute Moderatorin damals in der Diskussion. Gratuliere. Das Dilemma bei der FPÖ, das sich als Schema wiederholt, ist ja jetzt gar nicht nur der Nachfolgestreit, sondern sobald sie an die Regierungsmacht kommt, zerreißt es die Partei relativ wenig später, bis hin zur formalen Parteispaltung, ob das nun das BZÖ war, dann von Jörg Haider gegründet, oder auch jetzt in der letzten Regierungszeit mit Heinz-Christian Strache und seiner neuen Liste. Das Dilemma ist bei der FPÖ, dass man natürlich, also bis zu einem gewissen Grad legitim, Fundamentalopposition betreibt und diese Versprechungen, die man da macht, nicht umsetzen kann in der Regierung und dann schlicht und einfach auch nicht die Nerven bewahrt. Also der Fall Strache war nochmal außerordentlich, aber dieser Wechsel zur Regierungspartei gelingt schlicht und einfach nicht. Isabel Daniel, kann man das, Sie haben es ja in der ersten Stellungnahme schon angesprochen, dieses Déjà-vu, das man da hatte, oder? Es ist ein totales Déjà-vu, nur dass der Jörg Haider hat es ein bisschen mehr mit Schmäh gemacht als der Heinz-Christian Strache.
Aber grundsätzlich glaube ich, dass das Problem, die Regierungsbeteiligung sehe ich zwar genauso, aber ich glaube, dieses Ich, das der Dominik Knepp gesagt hat, das ist halt auch Teil dieser FPÖ, weil die sich immer hinter einem starken Parteichef sammeln. Die wollen das ja auch. Und damit ist immer diese Gefahr, das war beim Jörg Haider so, das war dann beim Strache so, dass eben der Parteichef die Partei wird. Und daran haben die damals gelitten und daran leiden die heute und versuchen jetzt natürlich zu erklären, wer ist wirklich das freiheitliche Original. Und wenn man sich die Themen anschaut, sieht man ja, da gibt es ja keine Unterschiede. Es gibt nur auf der emotionalen, psychologischen Ebene Unterschiede, aber sicher nicht in den Inhalten. Darf ich noch was ergänzen, auch auf die Gefahr hin, dass das psychologisch oder psychotherapeutisch wird, aber es ist vielleicht nicht so unpassend zu dieser Diskussion. Eine Gemeinsamkeit, Jörg Haider und Heinz-Christian Strache, drängt sich natürlich schon auf. Heinz-Christian Strache hat in seinen jungen 30er Jahren die Partei übernommen und mit rund 50 war er dann Vizekanzler an seinem vermeintlichen Ziel angelangt. Und jetzt fängt er mit 50 wieder genau dort an, wo er war, bei ca. 5% der Stimmen in Umfragen, um dann mit über 70 dort zu sein, wo er vor einem Jahr war. Und das ist ein bisschen die Parallele zu Jörg Haider, der dann verstorben ist. Aber das Gleiche war auch altersmäßig, plus minus natürlich ist großzügig, auch bei Jörg Haider so, der mit dem PCDÖ nochmal begonnen hat und dann ein Wahlergebnis von rund 10% als Sensationserfolg gefeiert hat. Aber Michael Jung zeichnet sich nicht ab, dass es jetzt in der FPÖ ein wenig Grabenkämpfe auch gibt, wer denn der neue starke Mann in dieser Partei sein könnte. Das, ich meine, die deutet sich schon ein wenig an, die oder? Die gibt es ja schon hinter den Kulissen. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass das alles eine homogene Geschichte ist. Das ist ja das Unübliche. Eben normalerweise ist die Freiheitliche Partei eine One-Man-Show. Deshalb das Problem dann, wenn der weg ist, dann gibt es das große Vakuum. Es gibt natürlich jetzt den Herrn Hofer, der FPÖ-Chef ist, und der Herr Kickl, der Clubobmann ist. Und das sind natürlich zwei Pole. Und wie das da bei den Freiheitlichen weitergeht, also die Wien-Wahl wird da sicher nicht unwichtig sein. Man wird dann sehen, welche Dynamik sich dann ab dem blauen Montag bei den Freiheitlichen ergibt. Aber nur vielleicht noch zu Ihrer Wortmeldung, die interessant war, die hätten sich vorher zurückziehen sollen. Knepp hat es eher ein bisschen versucht. Mhm. Knepp hat eh gesagt, dreht man nicht über diese ganzen Späßen. Wohl wissend, dass er bei diesen Entscheidungen immer mit dabei war, weil er war der Finanzreferent. Nicht? Also, aber Strache hat dann gleich nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, hat er gleich dann seine Karten ausgespielt. Also Knepp hat zumindest das ein bisschen versucht. Das war natürlich das Spannendste oder ein sehr genau beobachtetes Duell des heutigen Abends. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um auch die anderen Duelle noch einmal Revue passieren lassen zu können. Michael Ludwig gegen Christoph Wiederkehr, das war die zweite Begegnung des heutigen Abends. Und ich schlage vor, wir schauen uns gleich einen Ausschnitt an. War ja ein eher sachlicheres Duell, aber bei einer Szene ist es dann doch ein bisschen pointierter geworden, wenn man so möchte. Weil ich bin in der Politik nicht, um Ihnen zu gefallen, sondern um die Stadt voranzubringen und gute Politik zu machen. Und ja, ich möchte Wien mitgestalten und ich möchte Wien auch voranbringen. Und einiges läuft schon ganz gut, aber vieles kann man besser machen. Zum Beispiel im Bereich der Bildung ist es so wichtig, das gebrochene Versprechen auch nach Bildungsaufstieg zu erneuern. Weil in dieser Stadt können 4 von 10 Kindern in der Pflichtschule nicht gescheit lesen und schreiben. Naja, ich höre im Wahlkampf ja jetzt vieles. Der eine will mir einen Fädehandschuh ins Gesicht werfen, der andere will meinen Hintern treten, der nächste will mich zwicken. Jetzt bin ich zwar ein sehr gemütlicher Mensch, aber ich kann jetzt schon ankündigen, das wird alles nicht passieren. Also ich bin immer sehr interessiert an Gesprächen, an politischen Gesprächen auf Augenhöhe. Ich glaube, das werden Sie auch bestätigen können. Und gerade die Bildungsfrage ist auch eine wichtige. Und Sie haben zweifellos recht. Es geht auch darum, dass man jungen Menschen Zukunftsperspektiven entwickelt. Und das ist ganz eng verbunden auch mit Ausbildungsfragen. Ja, Michael Jungwirth, wir haben Christoph Wiederkehr in diesem Wahlkampf ein bisschen näher kennengelernt. Den hat man vorher so gut wie gar nicht gekannt. Aber wir haben auch Michael Ludwig in einer Rolle kennengelernt, wie ihn, glaube ich, bisher viele Leute noch nicht gekannt haben in so einer Fernseharena. Wer hat da die bessere Figur gemacht? Das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ich meine, vorher haben Sie
über Kain und Abel geredet, da war es wirklich so David gegen Goliath. Und der Herr Wiederkehr konnte natürlich nicht dort hier stehen oder er ist hier gestanden. Und mit dem Herrn Ludwig kuscheln. Also er musste natürlich gewisse Spitzen setzen. Ne? Das hat er mehrfach gemacht. Das war ja nicht nur diese Szene, sondern auch, wie er gesagt hat, dass im Gemeindebau auch SPÖ-Politiker relativ günstig wohnen. Auch die Sache mit der Wien GmbH, auch mit den Bezirksvorstehern. Also er musste ja ein paar Spitzen abschießen, um bei seiner Klientel, um bei seinen Wählern zu punkten. Und das hat er, glaube ich, ganz geschickt gemacht. Natürlich war dann die spannende Frage, gibt es eine mögliche Koalition? Aber da hat sich der Herr Ludwig das natürlich sehr professionell offen gelassen. Er hat ein richtiges Angebot gemacht. Also sich wirklich angebiedert würde ich jetzt nicht sagen, aber das Angebot ist klar. Aber werden wir sehen. Kann man vielleicht auch ablehnen, dieses Angebot. Wir wissen es heute alle nicht, Frau Daniel. Welche Figur hat für Sie Michael Ludwig gemacht in diesen Duellen diese Woche? Also ich finde, er hat es gerade auch heute, hat man es wieder gesehen, er hat sehr gut geschafft, sich ein bisschen über die Dinge zu stellen. Also dieses Bürgermeisteramt, diesen Amtsbonus da voll auszuspielen. Und er hat eigentlich auch immer seine Themen gebracht. Also er hat ja heute auch wieder dargestellt, was aus seiner Sicht alles gelungen ist, egal ob bei den Gemeindewohnungen, also Wohnbau ist natürlich sein klassisches Thema, aber auch bei Beschäftigung. Er ist immer sehr ruhig geblieben. Es stimmt, in der einen Szene, die wir jetzt gesehen haben, gab es den Seitenhieb, alles lasse ich mir sicher nicht gefallen. Ich finde, er hat in den Duellen, nämlich wirklich gegen alle, eigentlich eine recht gute Figur gemacht. Peter Filzmaier, einverstanden? Ich teile das Bild, dass Michael Ludwig, ich habe es einmal bezeichnet, stellen Sie sich vor, als Wahlkampf und er geht nicht hin, versucht hat, sich nicht in die Details verwickeln zu lassen, in ein Freistil-Catchen hineinzugehen, mit Ausnahme ein bisschen der Diskussion mit Heinz-Christian Strache. Heute haben aus meiner Sicht beide gepunktet. Sie waren ja das Kontrastprogramm zur Diskussion vorher. Egal jetzt, welche inhaltliche Meinung man persönlich vertritt und welche Partei man bevorzugt. Sie haben am Anfang vor allem sehr lange beim Thema Wohnbau und Wohnen sachlich Pro und Contra ausgetauscht. Doch, obwohl es hier Regierung gegen Opposition, groß gegen klein war, die Ebene eines grundsätzlichen Respekts nie verlassen. Und das ist das, was aus meiner Sicht gerade nach der Diskussion vorher durchaus gut angekommen ist. Da bin ich natürlich auch bei Michael Jungwirth. Was soll Michael Ludwig da tun? Sich jetzt mit dem Kleinen in Wortgefechte einlassen und ihn damit aufs gleichwertige Podest zu heben. Und bei Christoph Wiederkehr muss ich schon sagen, Sie haben sie richtig anmoderiert, der Ausschnitt war ein bisschen untypisch. Also diese Spitzen ja, aber er hat das auch anerkannt, diesen Grundkonsens. Und so gesehen ein positives Fazit für beide. Dann wenden wir uns zum Abschluss noch dem sogenannten Vizebürgermeister-Duell zu, dem Duell auch der beiden Vertreter der auf Bundesebene miteinander regierenden Parteien Türkis und Grün, Gernot Blümel gegen Birgit Hebein. Und die beiden, jedenfalls sieht so aus, sind keine ganz dicken Freunde und werden sich vor allem beim Thema autofreie Innenstadt ganz sicher in diesem Leben eher nicht mehr einig. Bei der autofreien Innenstadt, niemand glaubt ernsthaft, dass es jemals eine autofreie Innenstadt geben wird, weil es wird einen Lieferverkehr brauchen, das Kipferl fährt nicht mit der U-Bahn in den ersten Bezirk, es wird einen Anrainerverkehr brauchen. Wir müssen auch mit den Händlerinnen und Händlern gemeinsam schauen, dass wir Lösungen finden bei der Verkehrsberuhigung, die ursprüngliche Idee auch von Markus Fiegel war, aber gemeinsam mit den Menschen im ersten Bezirk und nicht einfach drüber fahren. Hören Sie auf mit dem Kipferl, das höre ich jetzt zum vierten Mal, wird aber nicht wahrer. Sie wissen es ganz genau, dass wir Lieferverkehr zukünftig haben werden bei einem generellen Fahrverbot in der inneren Stadt, genauso wie Ausnahmen für Rettung, Feuerwehr, für die Pflegekräfte, für Hebammen und so weiter und so fort. Das wissen Sie. Ich würde mal sagen, vorschlagen, reden Sie mal intern ein bisschen in der Partei, was Sie wirklich wollen. Der eine will vor, der andere zurück. Ja, es ist ja dann doch noch ziemlich emotional geworden bei diesem Thema, aber später dann auch, als Frau Hebein Herrn Blümel gefragt hat, glauben Sie eigentlich, dass Sie was Besseres sind? Es hat nicht den Eindruck gemacht, dass gäbe es da eine besonders gute Chemie zwischen den beiden, oder? Gar nicht, und man hatte auch überhaupt nicht den Eindruck, dass diese beiden Parteien eigentlich in der Bundesregierung gemeinsam koalieren. Also da sind jetzt schon zwei Welten aneinander geprallt. Birgit Hebein hat auch eben gerade mit dem Zitat, das Sie gebracht haben, aber auch mit anderen Punkten
sehr deutlich machen wollen, dass die Grünen in Wien für was ganz anderes stehen. Sie hat ja der ÖVP auch dauernd diesen Retro-Kurs vorgeworfen. Und da hat man ein bisschen den Eindruck gehabt, beide buhlen jetzt eigentlich um die Koalition. Weil der Gernot Blümel hat quasi, es braucht mehr Türkis. Dass er hat zwar lobend erwähnt, beide Parteien, Rot und Grün, hätten ja auch gute Ideen. Aber wenn sie zusammenkommen, wären sie schlecht. Interessant fand ich wirklich die emotionale Ebene. Man hat den Eindruck gehabt, das geht gar nicht im Moment. Mhm. Michael Ingrid. Ja, es ist wirklich kaum vorstellbar, dass die beiden, nämlich vor einem Jahr oder vor 8 Monaten, in den Kernteams der beiden, im Türkisen und im Grünen Kernteam, die Regierung ausverhandelt haben. Nicht? Also in monatelangen oder wochenlangen oder 2 monatelangen Verhandlungen. Also das ist wirklich wirklich fast unglaublich. Das Beste aus zwei Welten, aus meiner Sicht, sind das fast unterschiedliche Planeten, wenn nicht sogar auf unterschiedlichem Stern. Eine interessante Sache war schon, dass die Frau Hebein gemeint habe, sie sei gegen ein Experiment auf Wiener Ebene. Auf Bundesebene war sie für das Experiment auf Wiener Ebene nicht. Und dass sie dann natürlich sagt, nein, ich bleibe lieber Vizebürgermeisterin und verzichte auf den Bürgermeister, ist auch nicht schlecht. Aber es ist natürlich ein teuflisches Angebot gewesen. Letzte Frage, Peter Filzmaier. Aus der Sicht von Michael Ludwig, diese beiden Vizebürgermeisterkandidatenparteien, welche wäre für ihn strategisch besser? Welche Wahl? Es gibt einerseits das Argument, der kleinere Partner ist der dankbare, weil ich politisch in den Verhandlungen weniger hergeben muss. Das ist nach allen Wahlprognosen eher die Grünpartei. Das Gegenargument wäre, dass Michael Ludwig historisch gesehen als Großkoalitionär gilt, aber vor allem sich nicht mehr groß, aber koalitionär gut, beziehungsweise in Wien dann doch wieder groß mit dem Wirtschaftskammerpräsidenten, und die Wirtschaftskammer ist von der ÖVP dominiert, in Wien versteht. Ansonsten muss man zudem noch ergänzen, also Herrn Blümel hätte man natürlich fragen müssen, ob er den Bezirksvorsteher vom ersten Bezirk kennt, der das mit der Frau Hebein vorgestellt hat, das Projekt autofreie Innenstadt, oder ob er dessen Handynummer gelöscht hat, weil der ist von der ÖVP. Aber es ist klar, wenn man FPÖ-Wähler ansprechen will, dann ist man Autofahrerfraktion als Wien-Kandidat, und das hat Gernot Blümel hier als Position eingestellt. Genau. Also kein Tipp für Michael Ludwig, wohin er sich wenden soll, oder schon? Also wenn das jetzt wie bei Sporttipps bei mir ist, dann würde der andere auf jeden Fall Koalitionspartner werden, weil ich liege da dann immer falsch, also nein. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Michael Jungwirth, Isabel Daniel. Ein besonderer Dank auch an Peter Filzmaier, der uns eine ganze Woche lang begleitet hat. Er hat dafür sogar das eine oder andere Mal auf ein Fußballspiel im Fernsehen verzichten müssen, aber er hat es dem Vernehmen nach gern getan. Mehr Wiedenwahl gibt es bei uns in ORF 3 schon demnächst, etwa am Donnerstag nach der großen ORF-Elefantenrunde. Da melden wir uns dann um 22.30 Uhr mit der Runde der Wahlbeobachterinnen. Jetzt geht's weiter mit Erbe Österreich hier auf diesem Kanal und mit den Geheimnissen der Wiener Innenstadt. Einen schönen Abend Ihnen noch und bis ganz bald.